damit willkommen zu Tag 46. Ja, es ist schon einige Zeit jetzt vergangen. Und ich muss einmal ein bisschen leiser machen. So, wunderbar. Und wir sind immer noch in den Vorbereitungen für das Leben auf dem Meer, ne? Würde ich fast schon sagen. Aber ich brauche immer noch dann ein wenig Benzin. Das wäre ganz geil. Oh, Kartoffelwachs, bitte. Wachs, 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 Wachs. Der müsste jetzt fertig sein hier, ne? Ne, müsste ich... Ja, doch, ist fertig. Und muss ich Feuer nachlegen. Also. Der ist voll. 100%. Heiße Ware, heiße Ware, heiße Ware. Quip. Ich muss jetzt wieder gucken. Ja, da, wichtig, kommt hier hin. Bam. Alright, super. 1, 2, 3. I, oh, es greift an. Verdammte Krabbe, du. So, wie schaut es aus mit... Ja, okay. Wunderbar, gehe ich mal einmal was trinken. Ne, da piept er immer. Ja, oder auch nicht. Oder auch einfach nicht. Ja, ist auch gut. Wenn er es mal nicht macht. Alright. Ich würde sagen, so ein Kanister würde ich noch gerne mitnehmen, ne? Ja, die Frage ist... Geräuchert? Geräuchert, geräuchert, geräuchert. Ups. Einfach verschluckt. Ne? Einfach verschluckt. Ich würde jetzt mal sagen, wir gucken mal. Wir sind damals von da gekommen, ne? Da müsste irgendwo das Schiff sein. Da würde ich gerne mal einmal hinfliegen. Und gucken, ob es da wirklich ist oder nicht. Und da wir ja jetzt den Helikopter noch haben. Hey, Oh, ganz ruhig, Buddy. Ganz ruhig. Wenn ich hier drauf gehen, schauen wir uns das doch mal einmal an. Schade, dass ich nicht raustappen kann. Und dann müssen wir immer noch die anderen Sachen finden. Wir waren jetzt noch auf die Kartoffeln natürlich. Ich meine, wir sind von hier damals gekommen, vom Schiff aus, gerade weg. Der Insel. Und dann müsste das Schiff kommen. Ich hätte mir wirklich hier noch Benzinkanister mitnehmen sollen, wa? Stehe ich gleich da. Also mit dem Ding ist richtig unangenehm, ne? Das ist zu weit. Dann schaffe ich nachher den Rückflug nicht mehr, dann. Aber es müsste doch eigentlich hier sein. Vielleicht hinter der Insel. Also das Ding ist für Inselhopping geil. Dauert aber genauso lange wie im Boot irgendwie gefühlt. Ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel runtergeht. Vielleicht hätte ich das Fernglas mitnehmen sollen. Die Insel, Insel. Was ist das denn? Was war das? War ich zu hoch? Holy shit, ey. Mach das nicht nochmal. Ich dachte schon, das war's jetzt. Das wäre es komplett gewesen. Okay, war nicht hier. So weit waren wir nicht. Was in diese Richtung? Erstmal jetzt versuchen, heile wieder zurückzukommen, wa? Oh, der geht runter. Da.
Ich hätte ein Fernglas mitnehmen sollen. Aber selbst das bringt ja nichts, ne? Die laden ja dann nicht. Da ist meine Insel. Guck mal, ich bin noch nicht mal weit weg, ne? Weil er braucht jetzt eine halbe Stunde, bis er da ist, ne? Das ist das Problem. Vor allem weiß ich nicht, wie viele Kanister brauche ich denn oder muss ich denn hinpacken zum Schiff. Weil das Ding braucht auch Benzin wohl. Aber ich weiß halt nicht, wie viel. Ne? Das ist das Problem. Ich meine, das wäre in diese Richtung. Oh, halb, ey. Wenn es nicht in diese ist, dann müsste es ja in dieser kommen. Das ist mir zu heiß, das kann ich nie im Leben zurückschwimmen, wenn ich runterfall. Vielleicht doch eher mit dem Boot ausprobieren. Ich möchte jetzt ungern noch einen Kanister opfern. Da siehst du aber auch nichts, ne? Gar nichts siehst du da. Null. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall noch. Ja, Sprit, Nahrung. Sprit, Nahrung. Ja, und dann jetzt Propeller und so, die ganzen technischen Gerätschaften, um das Ding einmal zu reparieren. Deswegen würde ich jetzt ungern nochmal Benzin opfern, weil das dauert ziemlich lange, ne? Man könnte jetzt natürlich noch vielleicht ein, zwei Beete mehr machen, damit man genügend Benzin hat. Das Dach werde ich niemals fertig kriegen, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Scheiß drauf, ich brauche kein Dach. Oh Mann. Huch! Langsam landen, genau. Wunderbar, hat geklappt. Klasse. So, stoppen. Ja, einfach tot. Einfach jetzt tot, ne? Einfach wirklich tot. Oh, 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 oh. Kartoffeln. Schade, dass sie keine Anzeige haben, wie lange die denn ungefähr so brauchen, ne? Hatte ich nicht auch auf meiner Insel hier eine Kartoffel? Nee, ne? Ich glaube, so viel Glück hatte ich nicht. Ich habe hier nur Palmen und so. Yucca und... Aber Yucca sind ja auch immer wichtig, ne? Brauchst du ja immer und immer und immer wieder. Yucca hier, Yucca da. Gib mir. Hallo, da, ja. Kokosnuss. Nimm mit. Nimm mit. Und nimm mit. Und nimm... Hallo, nimm mit. Wunderbar. Okay, da sind noch Palmblätter, aber hier ist, glaube ich, eine Kartoffelpflanze, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da kommt schon seit Jahren gefühlt nichts mehr. Kommt da gefühlt nicht. Da ist, glaube ich, auch eine. Enttäuschend. Pure Enttäuschung. Absolut pure Enttäuschung hier. Pure Enttäuschung. Ja gut, dann muss ich jetzt mal gucken, was haben wir denn jetzt schon? Bögen und so, habe ich die jetzt alle schon fertig? So viele, wie ich haben wollte? Hämmer habe ich ohne Ende. Speere 8 Stück und dann 8 Stück von denen, von den normalen Speeren. 10 Pfeile, 15 von den Harpunen. Nochmal ein Speer. Das sollte reichen, oder? Speer, Speer, Speer. Was? Hier unten auch nochmal? Nee. Okay. Ja, 4 von den Teilen. 5 Stück brauche ich, glaube ich, immer von denen. Ich glaube, ich würde wirklich nochmal... Nein, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Oh, yo, stimmt, 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 stimmt. Warte, ich habe eine Wurzel in der Hand. Jetzt muss ich nur finden. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Hier, zack. So einmal. Und ich bräuchte nochmal... Ich glaube, das war hier, ne? Ja. So.
Und dann packe ich das hier rein. Und die auch. Ne, einfach so sparsam und so. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier herum, weil hier, glaube ich, war ich noch nicht gucken nach Lehm. Wir brauchen ja 2 Lehmblöcke, um so eine Riesenflasche mal herzustellen. Mal gucken, wie viel die fasst. Bin ich mal echt gespannt. Dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Lehm. Und am besten müsste ich geschützt sein, ein bisschen vor... Oh. Von Haien. Eyo. Das ist ein Babyhai, ne? Der tut mir nichts, hoffe ich. Kleiner Babyhai. Lieber. Schlange? Seeschlange? Weiß ich nie, ob die so lieb ist. Einmal hoch, bitte. Oh, Junge. Die gehen mir so auf den Sack, ne? Das gibt's gar nicht. Ich hab auch nichts zu kämpfen, ne? Verzieh dich von mir. Ich will nur ganz entspannt ein bisschen Leben machen. Gibt ja irgendwie so ein Hai... Abwehrzeug, ne? Muss mal gucken, ob ich das irgendwie machen könnte. Weiß aber nicht, was ich dafür brauche. Stehen die Haie gar nicht drauf. Und dann könnte man mal in Ruhe vielleicht ein bisschen Lehm machen. Aber ich müsste erstmal einen Lehmvorrat... Och, das ist eine Schildkröte. Einen Lehmvorrat finden. Damit ich das machen kann, you know? What I mean, yo? Bisschen Luft. Luft ist gut. Noch ein bisschen Luft. Wunderbar. Runter. Wenn ich nämlich ganz viel Glück habe, ist der ist nett, ne? Babyhai. Bam, kriegst einen drauf, du. Hey, du. Puh. Das sieht nicht gut aus, also... Wird wahrscheinlich ein bisschen weiter weg sogar sein. Pass mal auf, ich mach das doch mal anders. Alright, stell dich mal hier hin. So, und jetzt gehen wir einfach auf Verbrauchsgegenstände. Aloe, Gegengift. Atmungsboost, Wasserflasche, Ei-Abwehrmittel. Dafür muss ich sogar eine Pipi-Pflanze opfern. Und? Wir brauchen Fisch, einen Löwenfisch. Wie kriege ich den Brudi denn? Oh, aber eine Pipi-Pflanze dafür opfern, bin ich jetzt aber auch nicht so toll. Wenn ich ehrlich bin. Weil ich laufe immer irgendwo rein, weißt du? So das Problem. Oh, hier ist so ein Schiff. Oh, die haben sogar Bälle. Oh ja. Yeah. Da ist der kleine Scheißer hier. Darfst nur nicht zu nah ran. Ich brauche dafür, glaube ich, ein Dings hier. Ein, sag mal, hier so ein... Das Dingen. Genau das brauche ich. Geil. Schnell hoch. Einmal atmen. Und runter. Und jetzt mal gucken, wo der ist. Löwi. Löwi. Wenn du den brauchst, ne? Also wenn du bereit bist. Ja. Weggesnackt. Und den guckst du nur einmal an. Bam! Der arme, ey. Oh nee! Oh, warte! Das war nur ein Spaß. Entspann dich. Scheiße. Du Arschgeige, du, ehrlich. Verschwinde jetzt hier. Will hier suchen. Das ist ein Hammerhai, ey. Hammerhai, ey. Der hat mir aber kaum was abgezogen, ne?
Ach, Mann. Jedes Mal die Hoffnung, ne? Jedes Mal habe ich die Hoffnung, aber er wird permanent hier enttäuscht. So, Sperrchen. Und hier habe ich das drinnen. Da habe ich das drinnen. Dann kommt der Fisch erstmal hier hin. Leder. Packe ich auch direkt mal einmal weg. Damit ich wieder ein bisschen Platz am Start habe. Leder. Und eine Plank habe ich doch auch hier. Guck mal. Jawohl, das reicht sogar noch. Super. So, und dann... Ich weiß, dass da ein Vorkommen war irgendwo. Ein bisschen tiefer, glaube ich. Aber ein bisschen weiter raus, ne? Und das ist natürlich gefährlich wegen dem... wegen dem bekloppten Hai da. Ich weiß halt nur nicht, ob das... Hier. Perfekt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs gibt es. Gibt es sechs? Fünf ist eine bekloppte Anzahl. Was ist fünf? Sechs. Jawohl. Gut, dass ich den erkannt habe jetzt, ne? Gut, dass ich den erkannt habe. Das ist ja mega gut. Was schwimmt denn da? Was ist das? Ach, das ist der Fisch. Das ist der Fisch, du. Da ist er. Okay, alright. Wir testen das mal. Machen die Wasserflaschen mal einmal fertig. Einmal ready machen. Dann können wir die nämlich auch super mitnehmen. Was benötige ich denn für diese Wasserflasche? Verbrauchsgegenstände, da war das ja. Zweimal Lehm, einmal das und zwei Schnüre dann. Nee, kann ich sogar drei von den Flaschen herstellen. Mal gucken, was die fassen. Bin ich mal echt gespannt. War dann die heute echt kein erfolgreicher Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also... Ah gut, Lehm gefunden, ne? Supi, aber... Weiß ich nicht. Irgendwie... So, wie mache ich das? So. Ah, okay. Das ist ein... Ah, ich dachte jetzt gerade. Es sah gerade größer aus, als es ist. Was ist? Ach, den packst du dir rein. Du bist aber auch, ey. Okay. Halbe Vase gemacht hier. Gucken wir mal, was das füllt. Das war's. Okay, einmal nachlegen. Ein paar Wedel nachlegen. Aufgehoben? Ja, so aus, als hätte... Was ist denn jetzt passiert? Jetzt liegt da nur noch eine? Alright, supi. Die lasse ich mal da liegen. Okay, zwei kann ich schon mal wegpacken. Die sind ready. Die sind schon gut drauf. Ne? Die sind cool. Full. Wo packe ich den rein? Den muss ich ja hier reinpacken. Ich habe ja da keinen Platz mehr. Das heißt, das kommt hier hin. So, die ist voll. Die ist auch voll und die ist noch nicht voll. Die muss ich noch befüllen einmal. Alright, das war doch... Wie viel... fünf Portionen halten die. Mhm, fünf Portionen, okay. Ist natürlich kostengünstiger als diese Ledertaschen-Dinger, ne? Also diese Lederflaschen. Weil Leder ja doch nicht so häufig vorkommt. Sei denn, du kriegst natürlich einige Tiere mit und so. Vielleicht gehe ich dann nochmal auf Tour nach Lehm und stelle mir dann nochmal welche hin. Aber das frisst ohne Ende Wasser, ne? Und das dauert ja auch immer mit der Herstellung. Also das wird wirklich jetzt erstmal so ein paar Folgen, glaube ich, so sein, dass wir sammeln, ne, müssen. Das hilft alles nichts.
Das hilft leider nichts. Müssen wir auch mal da drunter gucken, ob da vielleicht noch eine Lehmquelle ist. Aber es ist jetzt eh abends. Und werde ich mich da erstmal verabschieden. Hier habe ich sogar noch einen, aber ich habe so leider keinen mehr. Schade. Schade, dass man die nicht wieder umwandeln kann. Oder kann man das sogar? Theoretisch. Ich möchte nur einen Lehmklumpen haben, bitte. Gibt's er? Ne, gibt er nicht. Gibt er mir nicht. Ist er geizig unterwegs, leider. Okay, und das Bett, das müssen wir dann auch später noch mitnehmen. Das kann ich ja aufheben. Wunderbar. Alright. Damit gute Nacht.